Bei der D-Wall handelt es sich um ein Test- und Trainingssystem. Ja, in dem Fall wollen wir hier einen Test umsetzen, einen sogenannten Counter-Movement-Jump, was man mit Sportlern machen kann im Bereich Return-to-Play zum Beispiel, ne, um einfach Kraftparameter, die wir dann ermitteln beim Sprung, die über die Kraftmessplatte umgesetzt werden, die können wir dementsprechend feststellen und ermitteln. In dem Fall führen wir gerade den Counter-Movement-Jump gleich aus. Bitte die Hände in die Hüfte, jawohl. Und einmal den umsetzen, jawohl. Drei Versuche machen wir in dem Fall, das heißt zwei haben wir noch. Super, zweiter auch gültig, wunderbar. Jetzt nochmal letzte. Nochmal alles raushauen, jawohl. Super, perfekt. Somit haben wir drei Sprünge gemacht und der beste Sprung wird jetzt hier dargestellt. Hier können wir uns den Sprung exakt nochmal verlangsamt im Video anschauen. Sowohl die Absprungphase wie auch die Landephase können wir hier grafisch auch nochmal darstellen. Ja, und dementsprechend die gesamten Kraftparameter auswählen, je nachdem, was ich analysieren möchte.